Eines der größten Mysterien in der Geschichte des Christentums ist, wo sich Jesus von Nazareth während jener Jahre aufgehalten hat, für die es keinerlei Referenzen gibt und die als die verlorenen Jahre von Jesus bezeichnet werden. Die biblischen Verweise, die das Leben Jesu beschreiben, verschwinden seltsamerweise an einem bestimmten Punkt. Die letzte Erwähnung von ihm erfolgt während des Osterfestes in Jerusalem, als er 12 Jahre alt war. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet er ohne jegliche Spur und taucht erst wieder im Alter von 30 Jahren als Messias auf, fähig, die erstaunlichsten Wunder zu vollbringen. Doch was geschah während dieser Lebensphase, die in den Büchern des Neuen Testaments vollständig ausgelassen wird? Die plausibelste Erklärung ist, dass er als Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten eine spezielle Ausbildung benötigte und möglicherweise von den verschiedenen Kulturen genährt wurde, die zu jener Zeit in der Welt existierten. So entstand die Hypothese, auf der die Reise basiert, die Jesus nach Asien unternommen haben soll, indem er Tibet und Indien besuchte, wie wir bereits in einem anderen Video besprochen haben. Dennoch gibt es andere interessante mögliche Ziele, die mit Jesus in Verbindung gebracht werden und die wir im Folgenden besprechen werden. Gemäß mittelalterlichen Legenden war Josef von Arimathea der jüngere Bruder vom heiligen Joachim, dem Vater der Jungfrau Maria, was ihn zum Großonkel von Jesus macht. Und anscheinend übernahm Josef von Arimathea, nach dem früheren Tod von Josef, dem Ehemann von Maria, die Vormundschaft über den Nazarener. Folgt man diesem Gedankengang, so gibt es offenbar Hinweise darauf, dass Jesus während seiner verlorenen Jahre die britischen Inseln besucht hat. Angeblich befanden sich Jesus von Nazareth und Josef von Arimathea in den britischen Landen im Rahmen der Handelsroute, die von ihrem Großonkel betrieben wurde und sich auf Zinn konzentrierte. Es gibt sogar Erzählungen, die diese beiden Personen in Cornwall verorten. Diese Berichte besagen, dass sie mit den Arbeitern in den Zinnminen von Cornwall zusammengearbeitet und Zinn geschmolzen haben. Aus diesem Grund gibt es Geschichten an diesem Ort, die besagen, dass Jesus einmal Seite an Seite mit ihnen hart gearbeitet habe, als wäre er ein Experte in der Metallverarbeitung. Im Alten Testament, im Maleachi Kapitel 3, Vers 3, heißt es über Jesus: Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern, wie Gold und Silber. Wäre es möglich, dass Jesus durch Josef von Arimathea mit der Welt der Metalle vertraut gemacht wurde und sogar Kenntnisse in Alchemie erlangte? Es gibt auch andere Quellen, die Jesus mit den britischen Inseln in Verbindung bringen. Und nach ihren Theorien könnte Jesus von der Weisheit der Druiden profitiert haben. Julius Caesar beschrieb Britannien als den Ursprung der Druiden. Und es gibt immer noch einige Legenden, die besagen, dass Jesus bei den Druiden in Glastonbury in die Lehren eingeweiht wurde. Dies unterstützt die Idee, dass das Christentum und die Praktiken der Druiden gewisse Ähnlichkeiten aufwiesen. Dr. Gordon Strachan, ein Minister der Church of Scotland, sagt, es sei sehr wahrscheinlich, dass Jesus dorthin gereist sei, um sein Wissen zu erweitern. Es wird berichtet, dass dieses Gebiet vor 2000 Jahren führend in fortgeschrittenem Wissen war, insbesondere in Mathematik. Andere historische Quellen legen nahe, dass der heilige Augustinus dem Papst geschrieben habe, er habe eine Kirche in Glastonbury entdeckt, die von Anhängern Jesu erbaut worden sei. Selbst der heilige Gildas, ein britischer Geistlicher des 6. Jahrhunderts, berichtete, sie sei von Jesus selbst errichtet worden. Es handelt sich um eine äußerst alte Kirche, die auf etwa das Jahr 37 nach Christus datiert wird. Es ist äußerst schwierig zu bestimmen, ob all diese Verbindungen genügend historische Grundlage haben, um die These zu unterstützen, dass der Nazarener tatsächlich nach Großbritannien gekommen ist, oder ob es sich einfach um Geschichten handelt, die im Laufe der Zeit zu Legenden wurden. Doch die vermeintlichen Reisen von Jesus beschränken sich nicht nur auf den europäischen Kontinent und Indien. In Johannes Kapitel 10, Vers 16 sagt Jesus:
Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch diese muss ich herführen, und sie werden auf meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Diese Worte werden von der Autorin L. Taylor Hansen so interpretiert, als ob Jesu in anderen fernen Gemeinschaften gewesen wäre. In ihrem Buch He Walks the Americas stellt sie eine Verbindung zu vielen Legenden her, die sie von den Ureinwohnern gehört hat. Diese Erzählungen beschreiben einen Propheten mit heller Haut und hellen Augen, mit leuchtendem Haar, der in einem langen, weißen Gewand gekleidet war, das bis zu den Sandalen reichte. Die Legenden besagen, dass vor 2000 Jahren Amerika von einem weißen Mann besucht wurde, der eine Botschaft der Liebe brachte. Laut diesen Erzählungen soll er in der Lage gewesen sein, Wunder zu vollbringen, wie das Heilen von Kranken und sogar das Wiedererwecken der Toten, bis er verschwand, jedoch nicht ohne zu versprechen, eines Tages zurückzukehren. Im Buch Mormon wird dargelegt, dass die Gottheit namens Quetzalcoatl für die Azteken oder Viracocha für die Inka dieselbe Person sei, die als ein weißer, bärtiger Mann mit besonderen Fähigkeiten beschrieben wird, und es wird angedeutet, dass es sich um Jesus von Nazareth handelt. Hinzu kommt die vermeintliche Evidenz, die in der umstrittenen Burroughs-Höhle in Illinois gefunden wurde. Unter all den erstaunlichen Objekten, die dieser Höhle zugeschrieben werden, befindet sich ein Stück mit dem eingravierten Bild, das Jesus ähnelt, mit Bart und langen Haaren, gekleidet in ein Gewand und die Wunden der Kreuzigung zeigend. Es gibt auch andere Artefakte mit Gravuren, die möglicherweise auf den Nazarener und einige der wichtigsten Ereignisse in seinem Leben hinweisen könnten. Auf der anderen Seite der Welt, in Japan, gibt es eine eigenartige Verbindung zum Messias. In Shingu glauben die Bewohner, dass Jesus von Nazareth das Dorf besucht hat, als er 21 Jahre alt war. Nach den Informationen des Museums der Legende von Christus kam Jesus nach Japan, um von anderen Religionen zu lernen. Diese Informationen wurden aus Texten gewonnen, die im alten Japanisch verfasst wurden und 1935 von Kiyomaro Takoichi entdeckt wurden. In diesem Moment beschloss die japanische Regierung, dies zu unterdrücken und geheim zu halten, und das Dokument wurde Teil der Sammlung des Museums in Tokio, bis es während des Zweiten Weltkriegs angegriffen wurde und alle Dokumente zerstört wurden. Glücklicherweise hatte die Familie Takoichi Kopien des alten Dokuments aufbewahrt, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewannen. Den Texten zufolge verbrachte der Nazarener 13 Jahre in Shingu, bevor er beschloss, nach Jerusalem zurückzukehren. Gemäß der japanischen Legende tauschte er sich jedoch während der Kreuzigung mit seinem Bruder aus, der in Japan als Isokiri bekannt ist. Deshalb soll Jesus aus Jerusalem entkommen sein und mit zwei Reliquien nach Shingu zurückgekehrt sein, einem Ohr seines gekreuzigten Bruders und einer Haarlocke von Maria. Dort etablierte er seinen Wohnsitz und gründete eine Familie. Er verstarb im Alter von 106 Jahren und wurde an der Stelle beerdigt, an der heute ein riesiges Holzkreuz steht. Heutzutage hält Shingu diese Legende am Leben und jährlich besuchen viele Pilger die heiligen Stätten, an denen der Messias gewesen sein soll. Wie wir sehen, ist die Figur Jesu und seine Geschichte bis in die entlegensten Winkel des Planeten vorgedrungen. Dennoch fehlt den meisten dieser Erzählungen eine solide historische Grundlage. Wäre es möglich, dass die gewaltige Vatikanbibliothek ein Dokument aufbewahrt, das das Geheimnis der verlorenen Jahre Jesu enthüllt? Falls dem so ist, werden sie es sicherlich niemals der Welt offenbaren. Daher wird der Verbleib von Jesus von Nazareth während der nicht im Neuen Testament dokumentierten Jahre weiterhin eines der größten Mysterien der Geschichte bleiben.